Herzlich willkommen bei Feuerwehr Willi. Das bin ich. Ich bin immer noch in Langendamm heute und ich hatte gesagt, Mensch Michi, euer TLF, das würde ich gerne mal kurz mal vorführen, weil da kann man auch fragen, zeigt mal ein paar Fahrzeuge. Das mache ich jetzt am besten mit Michi. Warte mal kurz. Das ist Michi. Das bin ich. Und wir beide gehen jetzt mal kurz ums Auto rum und schauen uns das mal in Ruhe an, okay? Genau. Super, los geht's. So, Micha, was mir aufgefallen ist vorhin schon, ihr habt ja drei VIP-Plätze hier bei euch, ne? Ihr habt ja drei mit PA. Drei PA-Plätze? Drei PA-Plätze. Jeweils ausgestattet mit dem MSA-Alphabet wegen der Absturzsicherung. Und der Melder nimmt gleich noch die Wärmebildkamera mit. Okay, das heißt, der Angriffstrupp sitzt ja außen, wie ihr wisst, und in der Mitte ist der Melder. Und wenn ihr mit dem Wärmebild rein müssen in Einsatz, dann hat der Melder auch ein PA-Gerät, ein Pressluftatmer dabei. Ne? Interessant. Also schön groß und geräumig, ne? Ne? Gruppenfahrzeug. Passt eine ganze Löschgruppe drauf. Hier drüben sitzen die Wassertrupp und Schlauchtrupp. Okay. Wollen wir mal die Rollläden mal hochmachen, mal gucken. Also Belüftungsgerät schon mal dabei, das sehe ich schon, ne? Schon gut. Was habt ihr denn da? Sind das verschiedene? Sind zwei Überdrucklüfter, einer 230 Volt Strom. Ne, einmal strombetrieben und einmal mit Verbrennungsmotor. Ne? Okay. Und was habt ihr noch? Wir machen nur einen Schnellabriss. Was ist hier noch? Genau. Also ich sehe erstmal alles schön beschriftet auch. Ne? Warnleuchten sehe ich schon. Trennschleifer, dann sind dort Kettensägen drauf. Genau. Okay. Tauchpumpen, noch zwei zusätzliche Atemschutzgeräte. Okay, sind wir hier schon? Also wie gesagt, Tauchpumpen hier oben. Ich habe das Mikrofon natürlich bei mir, ist vielleicht ein bisschen Atemschutzgeräte hier nochmal, können wir nochmal rausziehen. Reserveflaschen. Das ist schon gut, ne? Okay. Was nun 1625 alles kann, ne? 17 Jahre alt. Das neue noch nicht von weg, ne? Quasi. So, was habt ihr hier noch? Ich sehe gerade von links CO2-Löscher. Ne? Da kennt man ja auch an dieser langen Tülle vorne dran. Genau, wir haben einmal Notfallrucksack noch dabei. Also wir gehen ja auch so Menschenrettung vor, ne? Ist klar, Notfallrucksack. Tragekörbe mit C. Was ist hier unten noch drin? Da ist noch eine Pumpe drin. Eine Mast. Uiuiui. Ui. Falls man mal die bisschen größeren Keller hat. Okay. Also zwei Fächer voll mit Pumpen. Okay. Ganz wichtig für den Sommer. Löschrucksack. Löschrucksack. Das Thema hatte ich auch schon mal. Gibt es auch ein Video von. Ne? Dann sehe ich hier so aktuelle Themen wie Rückflussverhinderer. Ja, Verteiler. Was ist denn das? Wenn du dir mal die Hände waschen möchtest. Das ist aber nicht genormt. Übergangsstück vom B. Dann kannst du dir am Fahrzeug mal eben die Hände waschen. Cool. Das Thema war vor 17 Jahren noch nicht so aktuell. Ja, nee, super. Einfache Variante, finde ich gut. Wieder eine Kleinigkeit. Türöffnung, was habt ihr bei der Türöffnung drin, lese ich gerade. Da gibt es auch so eine schöne Leiter. Ja. Ganz normal die Leiter drauf. Dann haben wir. Also die vierteilige Steckleiter habt ihr mit drauf, genau. Und habt ihr eine dreiteilige Schiebeleiter bei dem auch noch? Nee. Nein. Equipment zum Ölspuren abstreuen. Ist das Ölbindemittel oben in Kanistern verlastet. Okay. Für den Wasserwerfer, die ganzen Utensilien sind oben mit drauf. Wasserwerfer auch noch? Selbstverständlich. Oh, ja. Und ein Spineboard. Also Spineboard ist auch oben drauf zur Menschenrettung. Wenn man den einfach drauflegen kann und irgendwo aus engen Räumen rausziehen kann. Ne? Okay.
Dann mache ich mal kurz eure Werbung weg. Das Herzstück des Tanklöschfahrzeuges, ne? Also TLF 1625 heißt, das ist diese Pumpe, kann 1600 Liter nach 8 Bar, nach Alternworm noch mindestens pumpen. Du kannst auch locker, so erfahrungswerte sind sogar fast 2000 Liter die Minute fördern. Ne? Also 1625 kann 1600 Liter und hat mindestens 2500 Liter Wasser dabei, die sogar 2,7. Ne? Nur, dass er die Bezeichnung noch mal ein bisschen voreinander kriegt. Und das ist sozusagen das Bedienteil dafür, dass hier auch das Wasser da rauskommt, wo man will. Ne? Okay, das ist das. Dann gucken wir mal hier rum. Oh, ich möchte auch mal aufmachen. Ah, das ist meine Lieblingsseite. Weil, das habe ich ja noch gar nicht gesehen. Wer nimmt denn ein B-Hohlstrahlrohr? Das ist gut. Dann braucht man auch ein 1600 Liter Fahrzeug. Nee, also das ist natürlich schon, das sieht man nicht alle Tage, das hole ich mal kurz raus. Das ist die Big Mama sozusagen. Wahnsinn. Wofür benutzt ihr das? Riegestellung, oder? Wenn du mal ganz viel Wasser an einer Stelle brauchst, dann... Ist klar, ne? Sowas ist hier nicht für den Innenangriff gedacht. Ne? Mit B geht man nicht rein, weil den Schlauch, den zieht man auch nicht mal eben so. Aber wow, bin ich beeindruckt. Es ist gut, wenn die Firma Thönau hier im Ort ist. Dann haben wir immer das Beste. Okay, was haben wir noch? Zumischer, Stützkrümmer. Benutzt man denn hierfür auch einen Stützkrümmer? Selbstverständlich. Natürlich. B-Rohr immer mit Stützkrümmer. Wieso lächelst du dabei so? Nein. Alle Wellen Stützkrümmer benutzt. Also Stützkrümmer ist natürlich das Raffinierte. Wenn man den benutzt, lenkt der raffiniert die Kraft um. Ne? Das heißt, ein Stützkrümmer macht dann schon, der Schlag drückt dann nur nach oben, man braucht nur sich eigentlich hochhalten. Ne? Physik, wo der Druck hingeht. Ne? Diese Winkelung, die dabei entsteht, ist schon gar nicht so... Da hat sich mal jemand was bei gedacht. Okay, Schläuche. Ah, formstabiler Druckschlauch. Schnellangriff, ne? Nee, aber top, Mensch, hier Hohlstrahlrohr. Ui, Netzmittel, recht fortschrittlich unterwegs hier, die Oster, muss ich sagen. Finde ich gut. Also echt. Ein Dreifachverteiler, was ist das? Für den Werfer. Okay. Dreifach Sammelstück. Dreifach, habe ich Verteiler gesagt? Okay, dreifach Sammelstück. Wo ich das gerade sehe, ist gestern bei mir auch angekommen, habe ich mich gefreut wie ein kleines Kind. Da gibt es auch bald ein Filmchen für, wie man schnell mal Schaum machen kann, Mittelschaum. Also sehe ich auch gerade, habt ihr diese TKW-Mittelschraumpistole. Gut, Feuerlöscher. Jetzt nehme ich hier den Text weg, ne? Das ziehen wir weiter. Mach weiter. mach weiter. Mach weiter, zieh raus und mach weiter. Was ist denn das? Schachthaken. Schachthaken. Zum Öffnen von Schächten. Genau. Oh. Fettbrandlöscher. Okay. Ich sehe, ihr habt sogar... Ist der mit Rückflussverhinderer? Mit Rückflussverhinderer im oberen Bereich. Im oberen Bereich. Genau, das sind diese neuen, das sind die TKW-Patente, glaube ich. Ne? Dieses oben Rückflussverhinderer im Kopf. Es gibt das auch im Rohr, das ist hier so ein bisschen dicker. Den Rückflussverhinderer oben eingebaut. Interessant. Was ist das denn hier für ein Teil? Das ist eine Göbelspritze. Göbel so von... Ähnlich. Okay. Macht ein kleisterähnliches Material. Ja. Wenn du zum Beispiel ein brennendes Carport hattest und möchtest gerne die Holzbalken nochmal. Ah, diese Pampe, die so. Nachträglich damit imprägniert. Ah, hier. Das ist wirklich wie so ein Kleisterzeug. Das ist richtig so wie Kleber, ne? Mhm. Das heißt, das rührst du auch da drin irgendwie an, Wasser genau. Und. Pulver rein, Wasser rauf, einmal geschüttelt. Okay. Ja, super. Jetzt. Was hast du hier hinter noch? Was ist das? Das für den Wasserwerfer. Zur Bodenmontage. Okay. Hydroschild. Wie sind eure Erfahrungen mit Hydroschild? Benutzt ihr das? Seltener? Selten. Aber es beruhigt einen zu haben, ne? Ja. Ungemein. Ja, Beleuchtungsgerät. Okay, mal rausziehen. Wir sagen immer Möppel, aber Notstromaggregat natürlich von der Feuerwehr. Auch nicht das Schlechteste. Das ist ein 14er KVA, ne? Das heißt... was kriegen wir? So rund 13 Kilowatt kriegt man da raus, ne? Ja, schönes Ding. Mensch, ja, aber echt. Übrigens nebenbei, weißt du, was ich komplett vermisse bei der Feuerwehr? Ich war vorher beim THW. Erdung ist das Thema, wenn du hier so einen Möppelbetrieb hast, interessiert kein Mensch, ne? Nee. Dass du einen Erdnagel irgendwo reinklopfst? Ich weiß nicht, aber die alten Möppels mussten wir mal erden früher. Naja.
kennst du wahrscheinlich auch noch von der Jugendzeit oder sowas, ne? Oder? Okay, hier Beleuchtungsgerät, Stative. Was habt ihr hier? Was steht hier? Hitzeschutzkleidung. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Also ich finde ein tolles Auto, irgendwie alles da. Aber ganz ehrlich, irgendwie kann man ja alles machen. Wie gesagt, TLF 1625. Ihr kennt vielleicht noch andere TLF 1625 baugleich, die vielleicht andere Sachen drauf haben. Es ist immer so ein bisschen in der Entscheidungsgewalt des Ortsvermeisters, was er nun in sein Fahrzeug raufnimmt, so ein bisschen. Aber top, wirklich. Also je mehr man guckt, desto mehr kann ich keinen. Findet man auch hier die Strahlrohr und was weiß ich. Super. Ihr seid echt toll aufgestellt, ganz ehrlich. Ja. Schön. Nee, wie gesagt, tolle Feuerwehr, tolles Fahrzeug. Schönen Dank, dass wir mal gucken durften. Ne? Sehr gerne, immer wieder. Hat Michi letztendlich nur für euch gesagt, komm her, machen wir nochmal kurz die hoch den Rock. Gucken uns das nochmal an. Okay, super. Ja, schönen Dank. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst der Ortswehr und Michi mal einen Daumen da. Schönen Dank und ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Ne? Euer Feuerwehrwilli. Bis dann. Tschüss.